In der heutigen Lektion geht es darum, was in der Welt um Sie herum geschieht. Sie sehen in den Nachrichten und Schlagzeilen, dass sich die Welt in großer Aufruhr befindet. Und dennoch gibt es etwas sehr Interessantes. Darunter liegt eine Wissenschaft und Biologie, die erklärt, was in der Welt passiert und wie wir in diesen Veränderungen aufblühen können. Zunächst müssen wir Folgendes verstehen: Wissen ist Macht. Diese Tatsache möchte ich heute besonders hervorheben, und zwar aus einem guten Grund. Das Wissen, mit dem wir aufwachsen, dass Gene unser Leben und unsere Biologie und Krankheiten kontrollieren, wurde von neuen Wissenschaften umgewandelt. Vor allem die Wissenschaft namens Epigenetik, mit der wir uns noch sehr ausführlich beschäftigen werden, enthüllt die Macht, die sie haben, wenn es darum geht, ihre Genetik und ihr Verhalten zu steuern. Wenn wir dies tun, müssen Sie verstehen, dass die Krise, die wir derzeit in der Welt erleben, uns schlichtweg sagen will, dass wir etwas ändern müssen. Wir können so nicht weiterleben. Jeden Tag, wenn Sie die Zeitung lesen, sehen Sie die Schlagzeilen: Terrorismus, Wirtschaftskrise, Kraftstoffkrise oder Klimakrise. Ich möchte, dass Sie etwas sehr Wichtiges verstehen. Während wir diese Krisen als unabhängig voneinander betrachten, vereinigen sich all diese Krisen in einer übergeordneten globalen Krise. Und diese Krise ist, dass wir als menschliche Bevölkerung nicht mehr nachhaltig auf diesem Planeten leben. Wir haben das Ökosystem in einem Grade untergraben, dass wir auf ein Massenaussterben zusteuern, weil jeden Tag so viele Spezies verschwinden. Und wir verlieren heute Spezies 1000-mal schneller, als es in der Geschichte jemals der Fall war. Und das zeigt, dass wir sehr große ökologische Probleme haben, die das menschliche Leben auf diesem Planeten verändern werden. Es wäre leicht zu sagen, dass das nur eine natürliche Auswirkung von planetarem Leben und dem Sonnensystem ist. Aber nein, wir wissen nun, dass das menschliche Verhalten das Ökosystem grundlegend untergräbt. Wenn wir unser Verhalten betrachten, sehen wir einige der großen Katastrophen, die in letzter Zeit vorkamen. Da war beispielsweise das große Ölleck im Golf von Mexiko vor nicht allzu langer Zeit. Und auch wenn die Menschen denken, dass das alles wieder bereinigt ist, haben sie nicht verstanden, dass das Öl noch immer am Grunde des Golfes von Mexiko ist und jeden Tag Leben zerstört. In der Tat wird der größte Bereich des Golfs von Mexiko um Louisiana herum die Todeszone genannt, weil dort nichts mehr wachsen kann. Das ist eine der Arten, wie wir das Leben auf diesem Planeten verändern. Eine andere, die Sie vielleicht kennen, ist der Atomunfall in Fukushima nach dem Tsunami. Und warum ist das so relevant? Weil das menschliche Verhalten die Konsequenzen nicht einplant. Was passiert, wenn ein Atomkraftwerk zerstört wird und Radioaktivität nun durch den Pazifik in Richtung Nord- und Südamerika strömt? Auch das verändert das Leben im Ozean. Es tötet Spezies sehr schnell und verändert andere gleichermaßen. Etwas anderes, womit wir derzeit konfrontiert sind, ist ein enormer Klimawandel. In diesem Bild von einem Gletscher in Alaska im Jahre 1941 können Sie sehen, wie hoch das Eis zum damaligen Zeitpunkt war. Aber wie sieht es heute aus? Hier ist ein Bild von demselben Punkt 60 Jahre später. Schauen Sie sich das an. Nun sehen wir, dass der Gletscher verschwunden ist. Und warum ist das wichtig? Nun ja, wo ist das Wasser hin? Die Antwort ist: in den Ozean. Gletscher auf der ganzen Welt landen im Ozean und heben den Meeresspiegel an, was die menschliche Bevölkerung gefährdet. Wir kommen also zu einer grundlegenden Erkenntnis. Wie die Schlagzeilen offenlegen, sind wir mit dem sechstgrößten Massensterben auf diesem Planeten konfrontiert. Fünfmal in der Geschichte gab es blühendes Leben auf dem Planeten, das ausgemerzt wurde. Wenn wir uns das anschauen, was das Leben zerstört hat, kamen die fünf Massensterben in der Geschichte durch Kometen oder Asteroiden, die in die Erde einschlugen, die komplette Umwelt veränderten und dadurch sämtliches Leben auslöschten. Außerdem gab es Zeiten massiver geologischer Aktivitäten auf dem Planeten, Erdbeben, Vulkane, überall auf dem Planeten. Auch diese haben das Leben ausgemerzt.
Aber heute erkennen wir, dass Spezies und Organismen auf diesem Planeten schneller verloren gehen als in vorangegangenen Massensterben. Es gibt noch einen besorgniserregenden Aspekt dieses sechsten Massensterbens. Die Forschung hat herausgefunden, dass das Aussterben, vor dem wir gerade stehen, auf menschliches Verhalten zurückzuführen ist. Wir müssen also verstehen, dass wir am Schicksal und der Zukunft dieses Planeten beteiligt sind. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.